Moin Leute, herzlich willkommen in einer neuen Folge. Hier auf dem Stoppelacker, nicht? So, das Schöne an der Tigerdrill ist, wenn man mal hier so eine Spur hat, haben wir gerade ausprobiert, kann man das schön zumachen. Wir haben hier so eine kleine Fahrrinne, Fahrgasse, so eine Rinne in der Fahrgasse aus dem Frühjahr. Da fahren wir dann zweimal mit dem Grubber durch, machen die wieder schön eben. Und ansonsten drillen wir hier direkt Saat. Heute ist Detlef hier am Fahren. Selbe Mischung wie jetzt bei der Gerste. Die ist jetzt aber bald alle. Ich hatte noch eine Tonne Rest. Und dann kommt Buchweizen und rote Sorghumhirse mehr dazu. Also vor allen Dingen der Buchweizenanteil geht höher. Direktsaat. Der Punkt ist, ich muss natürlich immer ein bisschen mehr warten auf Feuchtigkeit, weil ich ja nur die Tigerdrill habe für die Direktsaat. Ne? Die ist jetzt nicht so perfekt geeignet dafür, aber das funktioniert gut. Wir hatten am Freitag, heute ist der 8. August, wir hatten am Freitag, heute ist Montag, 8. August, für Freitag hatten wir 14 mm. Davor war der Boden knüppelhart und ihr wisst ja, ich gebe ja das Stroh ab. Das heißt, ich muss auch warten, bis es beräumt ist, denn wir sind nur zu dritt. Wie ist die Zeit? Jetzt haben wir auf den Regen gewartet. Ihr seht, aber es war so trocken, hier ist noch kein Ausfallgetreide hochgekommen. Und wir drillen jetzt hier die Zwischenfrucht ein. Man sieht das, wir haben jetzt hier auch die Feuchtigkeit, damit das funktioniert. Hier sind jeweils die Rinnen. Das sieht sehr gut aus. Wo es natürlich nicht funktioniert, ist natürlich die Fahrgasse. Aber für sowas habe ich Lichtkeimer mit bei, also auch mal einen Klee, einen Perserklee, ne? Dass der hier auch mal funktioniert. Genau, hier ist er schon, hier ist er rübergefahren. Hier können wir uns das gleich mal angucken. Da hier müsste der Schlitz sein, da, und wir sehen natürlich, der ist nicht tief genug. Wir wollen das alles nochmal nachgürteln, anwalzen, damit auch die Lichtkeimer da schön sind. Und auch hier sieht man zum Beispiel, ist halt alles offen. So ein bisschen, also die Saatschlitze werden schwer zugedrückt. Deswegen fahren wir da nochmal mit dem Güttler hinterher, damit wir da eine vernünftige Bedingung schaffen. Damit das einfach funktioniert, weil die Mischung ist teuer und dann brauchen wir wirklich auch, dass sie da auch vernünftig wächst. Warum gebe ich eigentlich das Stroh ab, fragen viele Leute sich. Ja, im Prinzip leihe ich es ja nur aus. Wenn ihr da drüben seht, da ist schon der Misthaufen. Ich gebe das ja, also ich verleihe ja quasi nur das Stroh. Ich gebe es ab, dann werden damit die Rinder eingestreut und wenn es Mist ist, kommt es zurück wieder auf die Flächen. Biogas habe ich viele Jahre versucht. Sind die Inputkosten aber relativ hoch, obwohl das Substrat kostenlos ist. Das ist so verrückt, aber das Aufbereiten des Mistes kostet so viel Geld, dass man letztendlich sagt, nee, das ist fast zu teuer. Gerade wenn man noch die Anlage mit Gras nebenbei fährt. Wenn man vielleicht nur mit Mais und Mist fährt, ist das eine andere Sache als mit Gras nochmal zusätzlich. So, will hier gleich nochmal einmal kurz an die Maschine rangucken. Und dann sehen wir nochmal weiter. Zusätzlich habe ich auch die Möglichkeit der Direktsaat. Die wäre sonst gar nicht bei mir gegeben. Wenn hier das Stroh oben drauf liegt, kriege ich keine Saat hinterher. So, wir haben jetzt nochmal eine Probe gemacht. Bei alle Schare, ob überall was rauskommt. Genau, aber da waren wir stehen geblieben. Also ich habe ja dadurch, durch die Strohberäumung, habe ich ja die Möglichkeit der Direktsaat, was wirklich geil ist, muss ich euch ehrlich sagen, so nach der Ernte. Die Zwischenfrucht hatte sich letztes Jahr super entwickelt. Der Mais steht bombig dieses Jahr, aber seht ihr das, was ich meine? Dieser Schlitz, der bleibt offen stehen. Und deshalb fahren wir da mit der Güttler rüber, dass der zugedrückt ist. Sicherlich drücken wir dadurch ein, zwei Weizenkörner an. Aber in der Regel stört uns ja der Ausfall Weizen ja nicht so extrem, da wir ihn im nächsten Frühjahr sowieso bekämpfen. Ob nur mechanisch oder mit Pflanzenschutz, das ist ja dahingestellt, aber nächstes Jahr macht man ja sowieso was und von daher ist es ja nicht weiter schlimm. Und dann hat man wenigstens in den Zonen nochmal einen Bewuchs, wo vielleicht nicht die Zwischenfrucht hochgekommen sind. Vielleicht habe ich, sage ich mal, in zwei Jahren auch eine Drillmaschine für Direktsaat. Aber momentan muss ich das nehmen, was ich habe. Die Tigerdrill ist abbezahlt, die verdient jetzt ihr Geld und so eine Maschine braucht man halt auf dem Hof. Ne? Man kann nicht ständig nur unbezahlte Maschinen auf dem Hof haben. Man braucht auch die abbezahlten. So, hier ein Direktsaat. Das andere Stück, was wir mit der Kleiden gemacht haben, Direktsaat. Und das eine Stück kommt Raps hin. Ach Moment, ich muss noch ein Reel aufnehmen. Ich wollte noch ein Reel aufnehmen. Das andere Stück kommt Raps hin in Strip-Till-Verfahren. Und dann haben wir noch da, wo wir den letzten Weizen gedroschen haben,
Da müssen wir mit der Scheibenecke vorwegfahren, sodass wir das wieder einebnen. Das ist ein bisschen ärgerlich mit der Tigerdrill, mit der Unebenheiten. Habe aber relativ viel Post gekriegt, dass viele das auch mit dem Tiger haben. Und sich das teilweise auch nicht erklären können, warum das so ist. Also es ist schlichtweg so, dass die Erde sich nicht richtig setzt vor den Reifen und sie dann immer wieder schlagartig rüberrollt. Auch mal ein bisschen schiebt, wieder ein bisschen rüberrollt. Und so richtig, einer hat mir geschrieben, er hat es immer bei trockenen Bedingungen. Einer hat mir geschrieben, er hat es immer bei ganz feuchten Bedingungen. Genau. Also geht es nicht nur mir so und ist auch ein bisschen mehr das Problem. Wir hatten es jetzt auch, wo wir flacher gearbeitet haben, hatten wir es tatsächlich auch. Nicht ganz so extrem, aber naja. So, wo waren wir denn gerade stehen geblieben vor dem Reel? Ja, Bodenbearbeitung. Da müssen wir noch ein bisschen Bodenbearbeitung machen. Ansonsten bin ich sehr, sehr zufrieden mit dieser Direktsaat-Zwischenfrucht. Ich bin ehrlich, Leute, das ist auch etwas, was man sofort auf dem Konto spürt und auch auf der Zeit spürt. Also jetzt mit dem Strip-Till im Frühjahr und Direktsaat im Sommer mit der Zwischenfrucht. Das ist schon krass, wie viel mehr Zeit man dadurch hat. Also wie krass die Kosten einfach runtergehen. Und wie viel Maschinenstunden man spart und wie viel mehr Zeit man auch dadurch hat. Und ja, man muss auch sagen, so jetzt nach einem Jahr, also die Zwischenfrucht, also da Direktsaat, Zwischenfrucht nach Getreide, dieses Jahr der Mais rauf in Stripte, ist der beste Mais. Echt, also es sind so krasse, vitale Pflanzen, immer noch. Obwohl, klar, wir hatten ein bisschen Regen immer so, ne? Aber es ist ja nicht die Masse. Und es sieht so gut aus. Also, es sieht wirklich gut aus. Genau. Also, das ist erstmal der Plan für diese Woche. Dann warte ich noch auf ein bisschen Kalk, 75 Tonnen, für den Raps. Und danach wollen wir schnell das Strip-Till vorbereiten. Und ich habe den Saattermin für 21. August gesetzt. Wir sind nächste Woche auf den Creator Days von New Holland. Und ja, das ist die Woche im Prinzip wertlos, da ich ja das Strip-Till fahre. Von daher, also da ist es gesetzt und eine Woche später, weil der war schon krass letztes Jahr im Herbst. Also hätten Mühe kleiner sein können, aber ist egal. Genau, da kommen wir auch zu den Ergebnissen. Also es ist wie folgt. Der Weizen hat 6,3 Tonnen auf dem Hektar geerntet im Durchschnitt über die Waage. Sogar ein bisschen mehr als das, was der Mähdrescher letztendlich angezeigt hat. Ist immer sehr erfreulich, wenn es in die Richtung korrigiert wird. Kann ich super mit leben, bin sehr fein damit. Hier steht übrigens noch Raps. In großen Teilen ist die Ernte abgeschlossen. Bei einigen noch nicht. Und ja, die halt über 1000 Hektar mit einem Drescher machen, die sind noch bei. Der Raps hat im Durchschnitt 3,6 Tonnen auf dem Hektar geerntet. Und am schlechtesten war die Tigerdrillsaat. Mit 2,9, dann 3,1 der Strip-Till-Raps nach Getreide war der schlechteste Standort von allen dreien. Also der hätte eigentlich am wenigsten ernten müssen und 3,95 oder 995 oder so hat der nach Ackergras geerntet, hatte den besseren Boden. Ja. Im Prinzip, was kann ich euch sagen? Also der Strip-Till Raps auf ein bisschen besseren Zonen ist der easy über 4 Tonnen gegangen pro Hektar. Die Sandberge sind die wirklich reinhauen. Also die gehen immer runter auf 1,5, 1,6 Tonnen. Aber selbst 1,6 Tonnen, da ich ja teilflächenspezifisch gearbeitet habe, sind da ja nicht mehr als 100 Kilogramm Stickstoff letztendlich hingeflossen. 110 vielleicht. Und in den Senken sind dann so 170, 180 hingeflossen im Gesamt mit Gerast. Und über einen Strich bin ich auch beim Raps ungefähr bei 150 Kilogramm Stickstoff. Mit den Erträgen kann ich absolut mitleben. Fetter Rhyme. Auch im Weizen, über alles, habe ich nicht mehr als 120, 130 Kilogramm Stickstoff gefahren. Die Ehrengabe hatte aber relativ großen Einfluss mit Formaldehyd-Harnstoff. Also ich konnte damit 2% mehr Rohprotein fördern. Das war wirklich so der Fakt. Die Betriebe, die wirklich
sehr qualitätsstarken Weizen angebaut haben, also wirklich welche, die denn die Qualitäten halten. Die haben damit auch Qualitäten geschafft und haben teilweise bis zu 60 Kilogramm Stickstoff in der Ehrengabe gefahren und 220 Kilo gesamt, 190 bis 220 gesamt, sind ertraglich ähnlich. Also ich habe 6,3, die sind ungefähr bei 7 Tonnen, aber auch auf besseren Standorten, mit denen ich gesprochen habe. Also ich würde das relativieren und die Frage ist natürlich, ob ein fast 100 Kilogramm Stickstoff dieses Protein und diese Mehrvergütung wert sind, die ja aktuell um die 200, 300 Euro einfach auf dem Hektar mehr kosten. Muss man sich ausrechnen, ob das ein Wert ist? Ich bin ja eh ein Typ, der mit Futter sehr gut umkam, mit den Futterqualitäten, was mich da gar nicht auch groß weiter stört. Genau, nächstes Jahr, ich wollte ja ein bisschen was für Mehl und Brotweizen machen, zum Verkauf, also für euch quasi, und würde dann ja so 2-3 Hektar massiv ein bisschen mehr Stickstoff geben. Da würde ich dann halt auf 200 Stickstoff hochgehen, Kilogramm Stickstoff hochgehen, damit ich auch da die Qualitäten locker schaffe und auch nur für den Bereich. Ansonsten kann ich mit 6,3 Tonnen wirklich gut leben, weil ich die Kosten da im Prinzip für die Produkte sehr im Griff habe, will ich fast sagen. Klar, der Stickstoff war jetzt ein bisschen teurer, aber ich habe eine Fungizidbehandlung gemacht. Ich habe nur auf 2 Stücken Wachstumsregler gemacht, ansonsten keinen Wachstumsregler. Ich habe eine Herbizidbehandlung gefahren. Das war's. Bei den Stickstoffbakterien konnte ich an sich im Weizen keinen Effekt feststellen. Im Raps würde ich ihm aber schon zuschreiben. Also ich habe jetzt alles behandelt, aber denke, die haben da schon einen Effekt. Das ist auf jeden Fall auch das, was die Community mir schreibt, also was ihr mir geschrieben habt, dass der Raps sehr dankbar ist und sie haben in der Regel 4% mehr Ertrag mit den Bakterien gehabt, aber im Weizen konnten die meisten das nicht feststellen. Dafür Mais funktioniert wohl bombig. Mais habe ich es gar nicht probiert. Auch zeitlich leider nicht geschafft. Aber stand eigentlich auf dem Plan, aber ich habe es zeitlich nicht geschafft. Dann ist erstmal die Ernte, die ich abgeschlossen habe. Leindotter habe ich 1,5 Tonnen auf dem Hektar geerntet. Ich habe eine Reinigung jetzt gekauft, eine relativ kleine, die mit Luft funktioniert. Die hatte ich Samstag in der Vorführung, hatte so viel Glück, dass noch eine auf Lager war. Die habe ich jetzt gleich gekauft. Die macht 10 Tonnen in der Stunde, natürlich mit Mais, Sonnenblumen, Erbsen. Aber ich muss nicht 10 Tonnen in der Stunde machen. Für Leindotter, also für die ganzen Sonderkulturen, funktioniert das. Haben wir gesehen, wir haben Sonnenblumen probiert, wir haben Raps probiert, wir haben den Leindotter probiert und hat wirklich gute Arbeit gemacht. Soll morgen ankommen, wird es wahrscheinlich auch in diesem Vlog noch geben. Also ich schließe die Sommerernte jetzt erstmal ab und sage, okay, war solide und ich habe Geld verdient. Also ich kann damit absolut leben. Ich hatte die Kosten dafür im Griff und bin fein mit dem Ganzen. Jetzt brauchen wir bloß noch ein bisschen Regen. Hier, Leute, ist gar kein schlechter Boden, muss man sagen. Ne? Hier ist echt ein guter Boden eigentlich hier hinten. Ne? Der ist gepflügt worden. Und meiner ist jetzt ungefähr so, mein Körnermais ist so 2,50, 2,80, hat einen riesen Kolbenansatz. Da können wir gleich mal vorbeifahren. Mach hier so eine halbe AKF drauf. Aber und der sah anfangs so krass aus, der Mais. Der sah anfangs ziemlich gut aus. Ja, dann gibt es hier Sonnenblumen jetzt auch tatsächlich vermehrt hier im Umkreis. Kann euch aber gar nicht sagen, wem die gehören. Ah, genau, sehr gut. Sonnenblumen. Ich habe jetzt die Wildschadenskasse, war jetzt auch da mit dem Jäger zusammen. Wir haben ja nun immer mehrere Termine gehabt, haben uns das nochmal besichtigt. Wir haben uns jetzt geeinigt, dass ungefähr 30% von der Einfläche beschädigt waren. 30%. Im Gesamten haben wir jetzt die Schadenssumme auf 25.000 Euro beziffert. Hat sich relativ gut verwachsen. Man muss sagen, einiges hatte große Köpfe. Zum anderen muss ich sagen, war ich kompromissbereit. Ich glaube, hätten wir es ausgedroschen, wäre es vielleicht für mich besser gewesen. Aber vielleicht hat man noch mal ein, zwei Mal mit Leuten immer zu tun und man will sich auch mal wiedersehen können. Ne? Also kompromissbereit und 12.000 Euro bekommen wir jetzt erstmal für den Schaden. Der ist natürlich bei Weitem jetzt nicht das, was tatsächlich entstanden ist. Aber wie gesagt, man muss auch mit den Menschen morgen noch mal reden können. Ja, ansonsten, wir sehen das mal wieder. Ich fahre da mal wieder in der AKF hin, dann gucken wir uns mal die Fläche an. Aber auf dem Boden, die Pflanzen sind halt relativ hoch gewesen, auf dem Boden sieht man nicht viel Unterschied. Auf den Satellitendaten und auf der Drohne sieht man natürlich ein paar Unterschiede. Lasst uns mal jetzt zu der Zwischenfrucht nach Gerste fahren und dann fahren wir noch einmal schnell zum Mais. Genau, bis gleich. So, meine Sonnenblumen, Leute. Hier unten ist eine Senke, also ist Best Spot. Aber der sieht im Gesamten, sehen die sehr, sehr gut und homogen aus. Kleiner Fun Fact, eine wachsende Sonnenblume
richtet sich immer nach der Sonne aus. Also die jetzt nicht mehr schon, die ist schon zu weit, aber sobald sie noch wächst, also hier so ein kleiner Kollege, der dreht sich den ganzen Tag immer mit der Sonne mit. Morgens und abends dreht sich die den ganzen Tag zur Sonne mit. Ab der Blüte schaut eine Sonnenblume immer nach Osten. Seht ihr das? Alle Sonnenblumen schauen nach Osten. Woran liegt das? Forscher haben da eine Vermutung, im Osten geht die Sonne auf. Und die vermuten einfach, dass dadurch, dass sie so in diese Richtung gerichtet sind, werden sie als erstes von der Sonne angestrahlt und dadurch ist der Blütenkopf als erstes warm und wird von den Insekten als erstes angeflogen. Das ist die Vermutung der Wissenschaftler zur Sonnenblume, warum die Richtung Osten zeigt. Gut, diese hier kann wahrscheinlich nicht in die Sonne gucken, aber im Gesamten ist es so. Ansonsten große Köpfe, wie ihr seht, sehen gut aus. Ist natürlich teilflächenspezifisch gelegt und gedüngt. Hier hat man auch in diesem Bestand haben auch sehr, sehr viele Bienen gesehen. Da hinten fliegt gerade wieder eine. Sehr, sehr viele Bienen unterwegs. Ich habe die Vermutung, dass diese Sorte Honig, also nicht alle von den modernen Sonnenblumensorten honigen, also geben Nektar ab. Anscheinend wohl gar keine mehr. Ich habe in den letzten Jahren auch nur Hummeln hier beobachtet, also in Sonnenblumen. Hummeln und Schmetterlinge und andere Insekten. Aber seit diesem Jahr auf dieser Sorte, oder da drüben werden die Körnererbsen gedroschen, die Bio-Körnererbsen. Aber in dieser Sorte finde ich Bienen, also scheinen die Mars Seeds Pointer resistent, also Sun Express Sorte. Und verrückterweise ist das hier der einzigste Schlag in ganz Deutschland mit dieser Sorte. Ich bin der Erste, der diese Sorte in Deutschland anbauen darf. So, ja, die Verluste, das ist jedes Mal traurig, wenn man das sieht, was der Ideal daraus geworfen hat. Aber, ihr seht, wir hatten keine guten Bedingungen. Wir hatten mehrmals 30 Grad und mehr, 40, wir hatten knochentrockenen Boden. Zur Saat hatten wir gute Bedingungen, relativ gute. Und dann haben sie uns verlassen. Aber, ihr seht, sieht gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus, wie die jetzt kommt. Hier ist schon eine schöne Erbse. Hier ist der Rettich. Dann haben wir hier eine Färberdistel. Das kleine ist eine Serradella. Und hier ist, wie heißt das lilane Zeug? Phacelia, genau, Phacelia. Na, ich glaube, das ist keine Serradella. Das ist ein Lein. Das ist Lein. Oh, 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 Hannes. Lein. Erbse. Genau, Färberdistel habe ich dieses Jahr mit aufgenommen, weil mir die wirklich gut gefällt, wie die bei Trockenheit wächst. Und die ist gar nicht teuer. Hier haben wir eine Lupine. Wicken haben wir auch dabei, vielleicht finden wir gleich nochmal eine. Was wir noch gar nicht sehen, ist der Klee, aber der kommt jetzt bestimmt demnächst. Genau, hier ist Ölein, den habe ich damit reingemischt. Ansonsten eine schöne Mischung, gefällt mir. Bis jetzt sieht die sehr gut aus, auch weil die schön vielfältig auch schon ist im Feldaufgang, ne? Ansonsten ist schon Wahnsinn, Alter, was der Ideal da rausgeworfen hat. Wahnsinn. Aber naja. Die Sonnenblume ist Ausfallsonnenblume von der Ernte von vor 2 Jahren. Da und da. Und das ist, finde ich, auch witzig. Ah, letztens hat übrigens einer gefragt, warum man Raps nicht verbuddeln darf. Ich habe ja in dem Video von der Querneland habe ich gesagt, Raps darf man nicht verbuddeln. Wer Raps verbuddelt, wird angeklagt. Das Problem ist, wenn Raps etwas tiefer kommt, 3-4 Zentimeter, verfällt er schon in Keimruhe. Und das heißt, dann keimt er erst wieder, wenn er an die Oberfläche kommt. Das heißt, die ihren Raps zu tief einarbeiten, der verfällt in Keimruhe und er kommt dann immer periodenweise, immer wieder, wenn wir Bodenbearbeitung machen, und er kommt wieder an die Oberfläche. Deswegen am besten Saat oben drauf lassen, entweder sie keimt oder sie verliert die Keimfähigkeit. Und dann sind wir durch. Hier haben wir noch gar nicht jetzt gesehen, ne? Das ist eine Hirse hatte ich auch mit drin in der Mischung. Hier haben wir Ausfallraps. Hier auch die Erbsen. Lupin. Bin ein bisschen gespannt. Will jetzt eigentlich ja demnächst Gerste hier im Bestand reinfahren. Wenn das ein bisschen kühler in der Witterung ist, habe ich vielleicht überlegt, eventuell das mit einem Schleppschuh zu machen. Den habe ich ja noch. Falls jemand übrigens einen sucht, 18 Meter Schleppschuh, Bomech. Würde ich verkaufen. Das war ja die Bedingung, wenn ich den gut loswerde, dann kaufe ich die Schlitze.
Momentan sieht es nicht so aus. Bin überzeugt von der Schlitze, aber extra die jetzt zu kaufen und ich werde das Bohmig vielleicht nicht gut los, wollte ich auch nicht. Deswegen. Wisst ihr da nochmal die Erklärung? Da fragen auch immer viele nach. Also Fasselia hat einen sehr guten Feldaufgang bei den Bedingungen, was man sieht. Man sieht ganz viel Fasselia. Genau. Und dann gucken wir mal, wie sich das die nächsten Wochen entwickelt. Das kommt anfangs so ein bisschen zögerlich in Gang. Hier sehen wir ein bisschen wieder Sonnenblume, ne? Kommt auch wieder anfangs zögerlich in Gang und dann kommt es nachher mit Macht. Das war letztes Jahr auch so. Und dann gucken wir mal, wie das da nachher aussieht. Normalerweise ist ja so, dass die Gerste, die wird ja meistens nachher nicht höher als das. Dann hat sie auch ein bisschen Stickstoffmangel und da passiert gar nicht viel. Und da kann sich eigentlich so eine Erbse oder eine Lupine, die kann sich da gut gegen hervorwachsen, wie ihr hier seht. Weil die kann natürlich Stickstoff selber binden und fixieren und hat dann schon ein paar Vorteile. So, das wäre es erstmal. Ich fahre jetzt erstmal wieder zur Firma. Wir sind noch ein bisschen am Vorbereiten fürs Öl, für den Verkauf. Also wir wollen jetzt am Wochenende mit dem Shop starten. Und genau, wollen noch mal ein bisschen gucken. Eventuell diese Woche noch mal gucken im Hanf, ob der reif ist. Einige haben mir geschrieben, fahr lieber ein bisschen früher rein als zu spät. Trocknen musst du so oder so. Aber dann wickelt der noch nicht so doll. Und da fällt noch nichts aus, aber ausfallen tut noch gar nichts bei mir. Also da scheiden sich anscheinend die Geister beim Hanf, wie es aussieht. So, bin echt zufrieden, also sieht gut aus, Zwischenfrucht. Die kommt jetzt auch bald, also sie ist natürlich ein bisschen dünner gesät, weil wir haben ja noch viel Zeit. Wir haben Anfang August, letztes Jahr, glaube ich, hatten wir es Ende August im Boden geschafft. Ist sie auch noch üppig geworden. Ja, und je früher das natürlich ist, desto mehr können wir natürlich mit der Aussatzstärke runtergehen, weil die Einzelpflanzen sich noch kräftiger entwickeln und mehr Zeit haben. Gut, bis später. Hallo? Test. Test. So, nehmen wir mal nochmal. So, Leute, da sind wir. Wir sind am Kalkstreuen. Streuer vom Nachbarbetrieb ausgeliehen. So ein bisschen manueller alles, aber es erfüllt seinen Zweck. Für die Mengen, die wir hier haben, reicht der vollkommen aus. Und es ist günstig, muss man sagen, weil man es natürlich wieder selber macht, ne? Wir haben jetzt hier den 39 vor. Wir hatten erst den 826 davor, haben aber festgestellt, dass die Gelenkwelle dann zu lang war. Wir haben ja auf dem 826 Feinverzahnungsgelenkwelle. Der Stummel, der da unten dran ist, also da, wo man die Gelenkwelle raufsteckt. Und da wurde vor Jahren, hat da mal ein Kollege leider eine Schraube so ein bisschen übergedreht am Stummel. Das heißt, wir können ihn nicht mehr wechseln und wir haben uns das schon mal erkundigt. Oder Detlef, der meinte, wenn wir das neu machen wollen, weil das Gewinde ja übergedreht ist in der Gelenkwelle, in dem Stummel müssten wir den ganzen Arsch da auseinanderbauen und das ist ein Riesenaufwand. Ja, jetzt haben wir ihn, ja gut, 39 davor. Sven Designer war aber jetzt vor dem Zubringer. Und den hatten wir eh gerade abgemacht, weil wir die Tigerdrill abgebaut haben. Wir haben ja nur Zwischenfrucht diese Woche gedrillt. Heute ist ja der 12. August. In 9 Tagen wollen wir Raps legen. Diese Jahr eine Woche später, weil war letztes Jahr schon überwachsen. Und das passt dieses Jahr einfach besser. Ich habe nächste Woche die Creator Days bei New Holland. Und ich wollte das nicht wieder machen, dass wir erst legen und eventuell den Pflanzenschutz hätten dann in dem Zeitraum fahren müssen. Ihr erinnert euch an letztes Jahr, wenn dann noch Gewitter und sowas dazu kommt, dann will ich lieber hier sein. Gerade wenn man Vorauflaufherbizid fährt. Ja, wir streuen hier 1,2 Tonnen auf dem Hektar. Ist natürlich mit der Technik ein bisschen schwierig hinzubekommen. Wir haben ein bisschen Reserve hier, was da liegt. Das würden wir sozusagen also auf ein Nachbarstück mit ausstreuen. Wir fahren jetzt hier 12 km/h und haben 12 Meter Arbeitsbreite. Das ist so das, was der Betrieb uns gesagt hat. Der hat verrückterweise auch gerade diesen Kalk vor einer Woche gestreut oder eine Tonne gestreut auf den Hektar. Deswegen passt das ganz gut. Oder eine Tonne, ein bisschen über eine Tonne. Deswegen fahren wir jetzt erstmal so los und gucken erstmal, was übrig bleibt. Kalkstreuen ist natürlich eine schwierige Sache. Mal wie viel kommt dann raus? Dann fällt das so ein bisschen wie Kies. Ne? Dann ist das manchmal schwerer, manchmal leichter. Dieser ist jetzt schon sehr, sehr trocken. Es ist, wie es ist. Wir haben hier 30% Magnesium drin. Ne? Also das ist wichtig, weil unsere Böden sind ein bisschen magnesiumarm. Und dann würde ich nur noch 50 Kilo Kieserit unterpacken. Und dann würde ich im Frühjahr, habe ich jetzt schon Schwefelsaurus eingekauft.
und würde die erste Gabel zum Teil mit Schwefelsaurus fahren, um den Schwefel abzudecken, und hätte ich Magnesium hier abgedeckt, und dann würde das eigentlich ganz gut passen in meiner Rechnung. Wir haben schon auf dem Hof 9,39 für Strip-Till von dem Betrieb mit dem schwarzen Idealdrescher. Also ihr wisst, ne, wir haben ja gesagt, wir wollen ein bisschen kooperieren. Wir wollen im Anschluss eigentlich auch 60 Hektar noch bei ihm Strip-Till machen. Aber das funktioniert auch. Er hat aber das Problem, er kriegt die Teile für seine Tempo nicht rechtzeitig, um Raps zu legen auf 50 cm. Ja, jetzt sagt ihr, mach du das doch, aber bei mir kommt ja ein Videoprojekt. Also ich habe ja ein Videoprojekt, werdet ihr sehen, für Raps in Einzelkorn, und habe jetzt versucht, den das noch mit uns zu kriegen. Hat aber jetzt erstmal nicht funktioniert. Aber wir werden jetzt sehen. Na, hier auf jeden Fall der unebene Acker. Mit der Querneland, mit dem Querneland Turbo haben wir hier nachgearbeitet. Sieht auch ganz gut aus, ist auch schön deutlich glatter geworden. Ist ja nicht ganz so. Jetzt mal gucken, wie das nach dem Strip-Till aussieht. Strip-Till bewegt natürlich nicht viel Boden, also na, eigentlich ja nichts, ne? Eigentlich ja gar nichts. Aber nochmal wollte ich jetzt hier nicht rüber, weil das Problem ist, dann haben wir hier richtig Staubwüste. Ne? Jetzt so ist noch ein bisschen Struktur jetzt im Acker. Ich denke mal, nach Strip-Till sieht das auch wieder anders aus. Aber wenn wir jetzt noch mit der Scheibenecke drüber fahren, dann habe ich auch einfach das Gefühl vom Bauch her, ich weiß, das war im Frühjahr auch so ein bisschen das Problem, wenn der Boden extrem sandig und trocken wird, dann setzt sich der nicht richtig zurück im Strip-Till, sondern dann werden es so kleine Dämme, weil der einfach so leicht ist, dass das Strip-Till das mit den Scharen so ein bisschen schiebt, ne? Dass er nicht so untergreifen kann, die Gülle ablegt und der Boden legt sich zurück, sondern einfach, dass es wie so eine Welle so ein bisschen mitschiebt. Und das will ich einfach nicht. Deswegen will ich hier auf diesem Boden Strip-Till machen. Und ich denke, das fährt sich aber jetzt schon ganz anders. Also ist jetzt schon viel, viel ebener geworden. Von daher wird das gut klappen. Genau, kalken. Man kalkt die Böden einfach, weil sie durch Verwitterungsprozesse, durch ganz normale Prozesse in der Natur, versauern die einfach. Und ganz wichtig, Umsetzungsprozesse. Also zum Beispiel Harnstoff oder wenn Stickstoffe sich umsetzen im Boden, dann verbraucht das auch immer noch einen Teil Calcium. Und die Pflanzen nehmen natürlich auch Calcium auf, wachsen, und wir fahren dann auch Calcium wieder runter und. Und das sind einfach so Prozesse. Also im Prinzip gehört Kalken zu einer Düngung dazu. Man kann das depotartig machen, immer über Jahre. Das bietet sich einfach an, immer zu Kulturen zu kalken, die selber sehr viel Kalk zehren. Das ist zum Beispiel Raps, ist eine Kultur. Deswegen passt in der Fruchtfolge das meistens immer vor Raps zu kalken. Der ist sehr, sehr dankbar, wenn er gekalkt wird vor Raps. Moment, ich muss mal einmal hier ausmachen. Hier war ich nämlich eben gerade schon. Also der ist ja sehr, sehr dankbar, wenn vor Raps gekalkt wird. Und demzufolge machen wir es vor Raps immer. Weil wir natürlich nicht so viel Raps im Anbau haben, haben wir es jetzt sonst immer vor Mais im Frühjahr gemacht. Dann kann man das über Winter hinfahren lassen und hat nicht diesen Stress. Weil jetzt ist ja auch gerade so, jetzt würden wir sozusagen dreschen, Zwischenfrucht drillen. Und davor und danach kalken ist auch irgendwie blöd. Also deswegen haben wir es einfach gesagt, wir machen es immer im Frühjahr. Und ich habe es jetzt auch immer über die Jahre im Frühjahr gemacht. Hat sich eigentlich immer angeboten. Und das war auch irgendwie für mich und für uns immer das Einfachste und das Beste. So, das sind natürlich hier schön lange Bahnen. Ne? Bin auch schon ein bisschen gespannt, um ehrlich zu sein, ob 9,39 das Strip-Till schafft. Ich bin da schon positiver Dinge, weil wir haben es, sag ich mal, auch schon ein bisschen vorgelockert. Ne? Diese 7, 8 bis 10 Zentimeter, die muss das Strip-Till natürlich nicht noch mitlockern. Na klar ist der Boden hart und trocken. Ich weiß nur noch nicht jetzt, wir haben ja die neuen Schare noch drauf, die wollte ich noch zu Ende fahren und dann wieder die alten fahren, weil die alten sich einfach besser durch den Boden gezogen haben, auch leichter, weil die nicht so richtig krass griffig waren und nicht so richtig tief rein wollten. Und das sah einfach gut aus und das hat einfach gepasst, deswegen würde ich danach auch wieder die alten Schare nehmen. So ein Satz Schare kostet inzwischen, oh, ich glaube 1200, 1300 Euro netto ohne Steuern, ist natürlich ein Haufen Geld. Was natürlich zugute kommt, die neuen Schare halten wahnsinnig lange. Also wir haben damit jetzt, glaube ich, schon 160 Hektar gemacht und 60, 70 machen sie noch locker. Von daher der Verschleiß, Kostenverschleiß liegt ganz klar bei den neuen Scharen. Bin noch ein bisschen hin und her gerissen. So 3, 4, 5, 6 Euro auf dem Hektar ist ja auch Geld. Ne? Keine Frage, wenn wir 300 Hektar machen, das ist fast 2000 Euro auf dem Hektar. Nur an Verschleißkosten, nur an diesem kleinen Punkt Schare, den man mehr oder weniger hat. Und mit dem jetzt aktuellen Satz würden wir, glaube ich, auf 6, 7 Euro auf dem Hektar kommen. Verschleiß.
nur Scharspitze. Ne, die großen Körper ist natürlich noch was anderes. Also was da noch über die Jahre auf uns zukommt, können wir jetzt noch gar nicht sagen. Mein Striptill hat jetzt bis jetzt gemacht knapp 700 Hektar. Und bis jetzt haben wir nur Scharspitzen getauscht. Also wenn das jetzt klappt, machen wir hier die knapp 60 Hektar. 60 Hektar bei dem anderen Betrieb. Und dann gucken wir mal, was nächstes Frühjahr auf uns kommt. Der will jetzt erstmal mit Raps anfangen, ist aber sehr interessiert beim Mais und Sonnenblumen. Vielleicht geht es dann da dementsprechend weiter nächstes Jahr, sodass ich da eine schöne Auslastung habe. Genau, Ernte ist zu Ende. Resümee habe ich schon gegeben, glaube ich. Bin zufrieden mit den Erträgen, kann damit echt leben, bin fein damit, habe Geld verdient. Habe heute nochmal mit einem anderen Nachbar gesprochen, der liegt bei 6,5 Tonnen im Weizen. Hat ein bisschen bessere Boden, muss man sagen. Also ich habe echt scheiß Böden teilweise dabei, aber ich... Fein, alles gut. Raps ist ja bei 4 Tonnen, ich 3,6. Bin damit echt fein. Also wunderbar, wunderbar. Und genau. Ach so, apropos, unser neuer Shop ist live. Könnt ihr gerne nochmal unten in der Infobox gucken. Öl, ein bisschen T-Shirts haben wir jetzt. Demnächst kommt ein Duftbaum als Güllefass. Ein Güllefass als Duftbaum. Ein Duftbaum als Güllefass. Ein Güllefass als Duftbaum. Und ein paar nette andere Sachen, Tassen, guckt gerne mal rein, www.landwirt-in-mv.de. Das ist die Seite. Jo, ich habe ja gehofft, ich komme hin und zurück eine Bahn, aber könnt ihr vergessen, Alter, das ist so lang hier, 2 Kilometer eine Bahn, ne? Das ist so lang, das ist der Wahnsinn. Wahnsinn. So, Lisa, was sagst du? Ja, ich bin voll irritiert wegen der Kamera. Soll ich mal eine richtige Anmoderation machen? Ne, wir sind schon im Vlog drin. Wir sind schon drin. Wir sind schon, wir haben gestern schon aufgenommen. Jetzt sind wir auf welchen Tag? Wir sind heute Dienstag, der 9.8. 12.10 Uhr. Und wir machen die erste Probepressung von unserer Online-Dotter. Yeah. So, weißt du, was wir jetzt machen? Direkt Live-Verkostung. Einfach jetzt sofort? Ja. Jetzt ist wäre bloß blöd, wenn das nicht schmeckt. Wir schauen mal. Willst du auch? Möchtest du eigentlich mit auf der Kamera, Franz? Franz möchte nicht. Habe ich an sich kein Problem mit, aber... Du wirkst etwas blass, also blass in dieser Kamera. Ja, ja, so. Ja, wahrscheinlich. Ich würde aber auch einen nehmen, Lisa. So. Also du kannst... Ja. Nimm du den. Franz möchte auch. Das riecht... Ich komme da nicht an. Das, wir machen jetzt nämlich übrigens nur eine Probe, damit wir das einschicken können. Das ist nur für die Analysewerte. Genau, für die Analysewerte. Machen wir eine Probepressung. Genau. Es riecht aber auf jeden Fall richtig krass. Ganz anders, also man kennt diesen Geruch nicht so. Also wirklich. Okay, Prost. Prost? Prost. Prost. Ähnlich wie Raps, schmeckt aber etwas buttriger. Ich finde, das ist so ein gutes Öl, was in Pesto passt. Ist das so? Finde ich. Voll lecker. Ich stelle mir gerade Tomate Mozzarella vor. Tomate Mozzarella? Hm? Ja, irgendwie so, oder also irgendwie oder irgendwas mit Nudeln, so Burrata mit Nudeln und so weiter, und das da drauf. Doch. Jetzt der zweite, wer weiß, wo der erste bei mir herkommt, der zweite schmeckt fast wie Pesto. Ja, sag wie ich das, ja. Wie das grüne Pesto. Sag ich doch. Deswegen sag ich ja, das kann ich mir im Pesto richtig gut vorstellen. Aber auch zu so einem Nudelsalat oder sowas zum drübergeben und so weiter. Also ich sehe es eher so in die italienische Richtung. Mhm. Wir können gleich noch mal eine feinere Drüse probieren. Gucken wir mal denn weiter. So, man muss sagen, zur Zeit läuft es aber auch mit der GoPro, mit dem Mikrofon. Irgendwas ist immer, bis ich hier mal in Gang komme. Da sind wir, wie ihr seht, wir haben schon ein paar Hektar gemacht. Wir haben jetzt 12 Hektar schon gemacht. Es ist aber schon 14 Uhr. Wir haben hier ein paar Stunden schon an dem Gerät rumgestellt, damit das gut läuft. Und die Bedingungen, ihr seht selber, sind hart.
Ihr seht selber, es sind hart. Das Ergebnis sieht gut aus. Ich habe aber da oben auf dem anderen Ende habe ich mega viel Probleme. Da hatten wir Wildschaden, da haben wir lange Stoppeln. Lange Stoppeln mag das Kulex gar nicht und gefühlt auch nicht eigentlich, dass der Boden vorher schon mal aufgelockert wurde. Er ist da zu weich, der setzt sich nicht richtig zurück. Das hat letztes Jahr an den Strohstoppeln, die unangetastet waren, deutlich besser funktioniert. Dahin kommt schon Detlef. Ich hätte das jetzt auch gar nicht so gemacht hier, wenn wir hätten nicht hier einmal durchgrubbern müssen oder zweimal, damit die Fläche wieder eingeebnet ist. Wir haben es wieder gut glatt bekommen. Das passt eigentlich. Dann sich das jetzt alles noch wieder ein bisschen setzt. Wir werden jetzt hier Raps legen, dann werden wir nochmal nachgüttlern, damit auch jedes Korn da liegt, wo es liegen soll. So sieht das Arbeitsergebnis gut aus. Was man natürlich hat, wenn mal eine Fahrgasse irgendwo war, da gehen die Schare nicht richtig rein. Also da sieht man manchmal ein bisschen Gärreste noch an der Oberfläche. Die Fahrgassen werde ich einmal nachgrubbern, aber nur die Fahrgassen, damit das Ergebnis für Raps wirklich gut aussieht. Jetzt wird der Grundstein für die nächste Ernte gelegt. Das heißt, jeder Fehler hier bezahlen wir nächstes Jahr mit. Und deswegen muss man da wirklich sehr penibel sein, dass das auch gut funktioniert. Aber wir gehen gleich nochmal draußen gucken. Aber die Fahrgassen halt ultra hart. Ich meine, das ist staubtrocken. Steinhart der Boden, staubtrocken. Das sind schon harte Bedingungen, muss man sagen. Sind schon harte Bedingungen. Ja, wir fahren jetzt hier 16 Kubik auf dem Hektar. Das sind unsere 60 Kilogramm Stickstoff, die wir dürfen. Mehr dürfen wir gar nicht mehr. Aber vom Strip her wäre es schon geiler. Wird sich schon ein bisschen lohnen, ein bisschen mehr zu fahren. Weil Strip-Till an sich ja ein relativ teures Verfahren ist, muss man sagen. Ja, aber ansonsten, das Arbeitsergebnis an sich sieht gut aus. Bin ich zufrieden. Wie gesagt, für meine Verhältnisse wäre es zu viel Bodenbearbeitung jetzt. Aber man kann ja nicht immer alles das haben, was man gerne möchte. Ja, 12,5 Hektar sind jetzt runter. Und wir hoffen ja, wir wollen ja auf 30 Hektar heute noch kommen. Das ist der Plan. Dann werden wir morgen fertig mit den 56 Hektar. Und dann wollen wir morgen Abend noch umrücken zu dem anderen Landwirten, wo auch der Trecker hierher ist. Ne? Das ist 9,39. Ich habe jetzt 9,5 als Tempomat eingestellt. Also es ist nicht so, dass er die permanent schafft, sondern mal, wenn eine Fahrgasse kommt oder schwerer geht, ist es auch weniger. Aber es geht. Ist jetzt natürlich nichts mit dem 10,50, der konstant immer da seine 9,5 vor sich hin summt. Beim Verbrauch. Wo haben wir den Verbrauch? Da. Verbrauch sind wir jetzt 12,7 Liter auf dem Hektar. Da sind wir nicht weniger als jetzt im Frühjahr. Obwohl der Boden halt härter ist. Würde ich sagen, das geht. Für das, was wir machen. Wir fahren aber auch nur, na nicht mal die Hälfte an Kubik. Ne? Im Frühjahr fahren wir durchschnittlich 40 Kubik und jetzt sind es hier 17, 16. Und das macht auch was aus. Man muss doppelt so oft nachtanken. Wir haben aber jetzt härteren Boden, also würde ich sagen, nimmt sich nicht viel. Nimmt sich nicht viel. Wir fahren jetzt die Gärreste übrigens 11 Kilometer. Ich habe die ein bisschen dichter getauscht. Wir wären jetzt sonst, habe ich vorhin geguckt, 14 Kilometer. Und der Landwirt, mit dem ich getauscht habe, der hat hinter meiner Anlage Flächen. Also, ne, der hätte sonst, glaube ich, fast 20 Kilometer fahren müssen. Und ich habe sozusagen einmal mit ihm getauscht, 1000 Kubik. Und habe gesagt, hey, du hol mal bei mir ab und ich hole das dann bei dir ab. Und dann haben wir beide noch Transportkosten gespart. Funktioniert gut, definitiv. Zum anderen wollte ich noch sagen, viel schreiben und fragen dann auch immer, wäre nicht Strip-Till im Getreide noch für dich interessant? Das haben wir ja im Prinzip letztes Jahr gemacht mit der Kleidendrillmaschine. Strip-Till mit Gärresten würde an sich nicht funktionieren, weil es schlichtweg verboten ist, Gärreste im Herbst vor Weizen zum Beispiel auszubringen. Gerste hat noch eine kleine Möglichkeit. Gerste darf noch was bekommen, aber auch nur bis, ich weiß nicht. Es kam für mich letzten Herbst nicht in Frage, deswegen habe ich mich nicht mit entweder 15. September oder bis Ende September, bin ich mir nicht sicher. Also solange darf Gerste noch Gärreste bekommen und auch nur entsprechenden Bedarf. Also nach Weizen, nach Raps zum Beispiel ist ja auch kein Bedarf da. Deswegen funktioniert das nicht. Und dann hat ja das Strip-Till hier einen Reihenabstand von 50 cm. Getreide sollte wenigstens auf 25 cm Abstand stehen.
Ich meine, wenn man das genau so platziert, dass das vielleicht rechts und links davon ist, würde vielleicht funktionieren. Die können ja schräg sich die Nährstoffe erwachsen. Aber wir haben gar nicht die Möglichkeit. Wir haben gar nicht die Möglichkeit. Zudem, es ist ein teures Verfahren, muss man sagen. Getreide ausdrillen, rüberschlitzen, ist günstiger. Wir haben ja trotzdem den Prozess des Drillens. Und es muss schon einen erheblichen Mehrwert bringen. Also im Raps bringt es schon einen krassen Mehrwert. Und in Mais und Sonnenblumen auch, definitiv. Auch die Nährstoffverfügbarkeit ist in einer völlig anderen Dimension wie das, was man kennt. Das ist so. Also die Pflanzen erwachsen sich das Gärresband, Gülleband sofort. Und wie der Raps sich im Herbst entwickelt hat. Also wir haben wirklich auch viele Jahre gute Herbstbedingungen gehabt. Und da durfte man vielleicht auch noch ein paar mehr Gärresse fahren. Damals. Und nach GPS und, wo der Boden schon abgesetzt war, da noch Gärreste rein. Und trotzdem hatten wir nicht so eine krasse Jugendentwicklung wie jetzt im Herbst. Also wir werden das dieses Jahr wieder beobachten oder nicht, ob es ein Jahreseffekt war oder nicht. Bleibt abzuwarten, aber trotzdem ist es interessant auf jeden Fall. Der Vorteil dieses Verfahrens ist einfach, dass die Saat exakt genau nachher über diesem Gülleband liegt und sich diese Nährstoffe da erwachsen kann. Das ist brachial. Aber die Technik, ist teuer, ne? Machen wir uns nichts vor, Technik ist teuer, muss zu den Höfen, zu den Strukturen passen. Ich sag mal so, auf Betrieben, wo es wirklich kleine Strukturen gibt, dann geht dieses Verfahren auch nur mit einem Selbstfahrer, weil dann das Gespann einfach nicht wendig genug ist. Also es ist ja sehr, sehr lang und ja. Also ich brauche ewig, wenn ich mal ein kleines Stück habe von 2 Hektar oder 1 Hektar, brauche ich da ewig drin wegen dem Wenden und Drehen. Ne? Das ist so, dann muss das Ding am Selbsthaarer hängen. Und dann muss man auch einfach sagen, das Vollmer ist kein Gerät, wo man richtig mit Hektar ballern kann. Ne? Wo du hier so deine 14 km/h oder so fährst, vielleicht machen das einige auch, weiß ich nicht. Aber wirklich, wo du ruhig fährst, so 19, maximal 11 km/h, und da der Boden wirklich ruhig da durchgleitet, sich vernünftig widersetzt und dass die Arbeitsqualität halt einfach gut aussieht. Dieses Verfahren ist ja im Prinzip so geil, weil es ja keinen Boden bewegt. Also es mischt ja keinen Boden. Er hebt ihn ja einmal an und legt ihn wieder runter. Und das unterscheidet dieses Strip-Till-Gerät gegenüber allen anderen Strip-Till-Geräten. Alle anderen mischen in diesem Streifen, den sie da lockern. Also die schneiden ja diesen Streifen auf und mischen. Und das hier ist im Prinzip, ganz einfach gesagt, ist das ein Tiefenlockerer mit ein bisschen mehr Gedöns dran. Auf Reihenabstand. Wirklich. Also das ist wirklich, hebt nur den Boden an und legt ihn wieder runter. Und so soll es auch sein. Das ist auch der Grundgedanke dieses Geräts. Und deswegen ist aus meiner Sicht ist dieses Gerät das einzige wirklich gute Strip-Till-Gerät am Markt. Also habe mich viel mit der Thematik beschäftigt, inzwischen auch noch mehr. Und meiner Meinung nach gibt es ackerbaulich kaum eine Alternative. Die wäre mir jetzt nicht bekannt zu diesem Gerät, weil es wirklich, wie gesagt, es macht so viel anders. Es bewegt den Boden nicht. Es lässt die Struktur in dem Bereich da. Andere, die dann die Gärreste unterplatzieren, ja, die mischen. Quasi in den einen Streifen wird gemischt, als wenn der Boden gegrubbert wurde. Und da sehe ich dann einfach keinen Mehrwert mehr. Weil das wirklich Gute ist halt, dass die Struktur des Bodens erhalten bleibt. Ich muss immer wieder gucken, Leute, ob es stockt oder nicht. Ich meine, jetzt bin ich ein paar Bahnen schon jetzt ohne gefahren. Jetzt funktioniert das hier ganz gut. Aber trotzdem muss ich da immer mal ein Auge hinwerfen. Wir gucken ja gleich mal draußen, wenn ich vielleicht mal einen Moment warten muss, wie das Ergebnis dann aussieht. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben Sonntag früh, 14. August. Ich habe jetzt auf allen Scharen neue Spitzen drauf. Und das ist zu merken hier. Also in der Spitze schafft er mal 9, die meiste Zeit kriege ich hier mit 7, 8 über den Acker. Jetzt kommt eine Fahrgasse. Aber jetzt reiße ich auch die Fahrgassen komplett auf. Jetzt ziehen die sich richtig krass im Boden. Also das ist der Wahnsinn, wie die gestern verschlissen sind bei diesen harten Bedingungen. Und habe auch 2 mitgebracht, um euch das mal... So, jetzt ist der GoPro-Akku wieder voll. Jetzt kann ich euch das mal mit den 2 Scharen zeigen. Ich habe nämlich 2 Schare für euch mitgenommen. Also, das sind die Schare, die Spitzen. Und das rechte ist ein abgenutztes. Und wie ihr seht, findet der Verschleiß nur auf einer Ecke statt. Und das ist aber so blöd, weil hier, oh, hinter dieser Ecke kommt der Scharträger schon und fängt dann an zu verschleißen.
Und das ist total blöd. Eigentlich müsste hier entweder diese Seite mehr aufgepanzert sein oder es müsste eine Spitze für die Spitze geben zum Raufschrauben, weil im Prinzip den könnte man jetzt auch auf der anderen Seite nicht mehr wirklich benutzen, weil der Kurs guckt auch schon ein Stück von dem Träger raus. Das heißt, du kannst da eine super kleine Spitze abfahren und danach ist dieses Ding Schrott. Und das ja, also guckt euch das mal an, wie wenig Material wir davon nutzen. Also im Prinzip ist ja dieses ganze Aufschweißen, was da überall hier vorne drauf ist, ist so ziemlich unnötig, weil der Verschleiß nur an einer Ecke stattfindet, da. Moment. So. Seht ihr? Diesen Teil können wir wegfahren. Und das ist unnütz. Und das hatte man bei den anderen nicht. Also die anderen waren ungefähr bis hier ungefähr. So. Und dann hast du eine Ecke weggefahren, aber dann warst du eh schon dran. Ja. Also dann war das auch gar nicht schlimm. Also von der Aufpanzerung her hat das fast, na, genauso lange will ich jetzt nicht gehalten. Also die haben schon im Frühjahr länger gehalten, aber der Verschleiß war halt besser und hat besser gepasst. Also jetzt fährst du ja nur diese Ecke da weg und das ist schöner Mist. Auf jeden Fall neue Scharspitzen und die sind ja auch tiefer. Das ist ja auch so ein Problem. Wenn die neu sind, dann bist du einfach mal so ein Stück länger und lockerst einfach 5 cm tiefer. Aber du kannst ja nicht alle zwei Tage das Ding flacher stellen oder jetzt nach dem Spitzen flacher stellen und jeden Tag stellst du das Ding wieder weiter runter, weil du brauchst halt, keine Ahnung, eine Viertelstunde, um die Höhe einzustellen. Geht ja auch nicht und deswegen war das andere gar nicht so schlecht. Da hast du so eine Spitze gehabt, die hast du weggefahren und dann hast du neue rangeschraubt. Weil die sind jetzt definitiv zu lang, ziehen sich auch zu schwer. Also das ist ein Wahnsinnsunterschied hier. Mit den anderen Spitzen würde ich hier weiter mit 9,5 durchschnurren. Schnurren. Und hier, ich meine, jetzt gerade geht, aber wir hatten hier eine Fahrgasse, ich bin gerade eben mit 4 km/h da durchgekrochen. Und sicherlich haben wir jetzt hier nicht die Leistung, aber funktionieren muss es ja trotzdem. Und jetzt ist das zwar tief gelockert, aber ich habe auch das Gefühl, der Boden bricht mehr bei diesen Scharen, weil sie so ein bisschen in einen anderen Winkel in der Erde reinstehen. Also nicht so, sondern eher so, weil sie auch noch ein Stück länger sind. Also ich habe ja die Drohnenaufnahmen im Frühjahr mit den alten und mit den neuen Scharen verglichen und man sieht halt, dass der Boden viel flacher mit den alten Scharspitzen gleitet als mit den neuen. Jetzt habe ich ja einen Satz, habe ich das vorhin erzählt im Vlog, jetzt habe ich ja diesen Satz, den habe ich ja heute Nacht aus Kröpelin geholt. Also was heißt heute Nacht? Ich bin gestern um 9 Uhr losgefahren, war um 12 Uhr zu Hause. Aus Kröpelin geholt. Vielen, vielen Dank an den Betrieb. Grüße gehen raus. Der hat nämlich auch einen 12er voller Makulex. Der ist gestern irgendwie fertig geworden. Die werden fertig, haben den Satz noch über. Hannes hatte nämlich gedacht, ich hatte nämlich noch einen Satz in Reserve. Habe ich gedacht. Hatte ich aber gar nicht. Ich hatte nur 4 Scharspitzenersatz und naja, da musste Hannes halt nochmal los. Nützt ja nicht. Hauptsache, das läuft hier alles. Naja. Und jetzt haben wir die heute Morgen halt gewechselt und jetzt ist das schon schwer, weil ich hatte eigentlich gesagt, jetzt schick mir mal die anderen Scharspitzen jetzt raus. Guck mal, seht ihr? Und das ist halt so der Punkt, also da leidet jetzt wirklich massiv die Hektarleistung. Wir hatten gestern wirklich nachmittags, sind wir immer über 3 Hektar pro Stunde im Schnitt gefahren, die ganze Zeit vor uns hingeschnurrt. So und heute sind wir so bei 2,5. Also da leidet wirklich jetzt langsam die Hektarleistung, die ist dann eingebrochen. Jetzt sagt ihr, es ist ein halber Hektar weniger pro Stunde, aber es ist am Tag über 5 Hektar. Versteht ihr? Und es ist einfach mal 20% weniger Leistung. Und 20% mehr Diesel brauche ich auch. Also das ist ja 1:1, kann man das damit erklären. 20% schwerer ziehen sich die Schare. Ich schaffe 20% weniger und brauche 20% mehr Diesel. Aber seht ihr mal, dieses kleine Detail, nur diese Spitzen, also nur der Winkel der Spitze und der Länge der Spitze, was die an Kraft letztendlich kosten. Also ich meine, 20% heißt bei dem Trecker im Umkehrschluss sind 100 PS. Oder 80 PS, ne? Das ist der Wahnsinn, Leute. Das ist der Wahnsinn. Aber das Arbeitsergebnis sieht gut aus, aber es sieht auch mit der anderen Scharen gut aus. Man muss sie bloß häufiger tauschen. Und was das voll mal gar nicht ab kann, Leute, gar nicht, ist gegrubberter Boden mit langen Stoppeln. Also da oben ist so ein Wildscharen gewesen, da habe ich ein bisschen höher gemäht und da liegen die Halme auch ein bisschen länger. Und das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also wie es im Stroh performt, mit gehäckseltem Stroh werde ich ja morgen sehen. Das gucken wir uns aber auch in der nächsten Folge an. In den nächsten Folgen gibt es dann auch mehr zur Ölmühle. Ich zeige euch mal den kompletten Prozess bei der Herstellung, bei der Abfüllung. Dann zeige ich euch noch meine neue Reinigung. Ich habe eine neue Reinigung gekauft.
Hab tatsächlich relativ spontan eingekriegt und die war auch verfügbar, verrückterweise. Also der hat gesagt, ja, ein Gerät ist noch verfügbar, zack, nehme ich, zwei Tage später war es da. Direkt nach der Vorführung, ist geil, man hat ein gutes Arbeitsergebnis, das gucken wir uns nächste Woche an. Nächste Woche nicht, nächste Folge. Also die nächste Folge, da fahre ich jetzt noch zwei Tage Striptill, denke ich mal. Und dann müssen wir gucken, wie das funktioniert mit dem Striptill, ist erstmal spannend. Dann sind wir auf den Creator Days und dann würde ich es aufnehmen. Ansonsten ist unser Shop live gegangen, Leute. Also ihr könnt jetzt shoppen, Merch und Öl und weiß der Geier noch. www.landwirt-in-mv.de. Und was haben wir noch? Den ganzen Rest gucken wir uns denn dazu an. Genau, und Merch wird es nach und nach immer mehr geben. Und dann habt ihr nur noch eine Adresse zum Bestellen. Der alte Merch-Shop wird abgeschaltet. Und dann gibt es nur noch bei mir Merch. Bis dann. Ciao, ciao.